Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, alle Geschlechter, Rassen und Herkünfte und politische Gesinnung und was ihr alles so haben könnt, mit eingeschlossen. Wir haben wieder Samstag, heute den 23. April 2022. Und wie jeden Samstag ist mal wieder Verantwortungstreff oder Verantwortungstalk, älteste Telefonkonferenz von Schenkerbewegung. Und Sinn der Sache ist es, aufzutauchen aus den sonstigen Alltagsströmen und die Frage nach dem Sinn und der Verantwortung für das Ganze so zu stellen. Ich muss nicht viel mehr dazu sagen. Ich denke, wir verlinken immer in unserem freien Argumentekulturforum den Thread, der hier zum Samstagstreff gehört. Da könnt ihr so einiges nachlesen über den Sinn der Sache und über das bisher Geschehene. Und natürlich könnt ihr auch die anderen Videos anschauen. Ich denke, im ersten Video ist auch schon was beschrieben über den inhaltlichen und technischen Rahmen dieses Gesprächsformats. Ja, ich freue mich wieder jetzt hier in den Talks dabei zu sein, nachdem ich letzten Montag nicht mit dabei sein konnte. Also wen das interessiert, im YouTube-Kanal von Liditopia oder in meinem Kanal auf Jürgen Wagner, ist eine Rede von mir, die ich in Berlin dort bei einem Corona-Befreiungsspaziergang gehalten habe, mit drin. Das war just auch am Montag 19 Uhr so. Wer die Rede hört, ich denke, ich hoffe, dass es als lohnend angesehen wird, dass ich die so gehalten habe. Ich habe hier ein leidenschaftliches Plädoyer für die freie Argumentekultur und für die Bildung von Alternativmodellen, ganzheitlichen Alternativmodellen, Freiheitslagern oder Reservaten gehalten. Und ja, das sei auch dazu genug. Jetzt bin ich heute wieder mit dabei. Also der Dylan und der Luki haben am letzten Montag das auch schon sehr schön gemacht. Also da könnt ihr bei Wandelgesprächen im YouTube-Kanal oder im Forum beim Forenthema über die Wandelgespräche könnt ihr da nachschauen, was letzten Montag lief. Und jetzt sind wir heute wieder hier zu dritt und wir machen das als Redekreis, geben nach ein paar Minuten immer in gleicher Reihenfolge aneinander weiter. Und dann würde ich sagen, gebe ich es mal an den Dylan für den ersten inhaltlichen Beitrag. Ja, vielen Dank. Und ich muss gerade hier jetzt dann mal das richtige Bild mir holen, nämlich dieses hier. So, ich habe nämlich jetzt jetzt habe ich hier quasi ein Bild aus dem Forum, und zwar, Luki, für dich interessant, das Thema hieß Wandelgespräche, und zwar Seite 6 und 7 sind die relevanten, wenn es auch um das Wahlbündnis gehen soll. Das beginnt dann Wandelgespräche, also Thema Wandel, und zwar musst du immer nach aktive Themen suchen. Oben links ist beim Forum immer dann sowas wie aktive Themen, ne? Und dann auf Seite 6 und 7 geht es das Wahlbündnis und das beliebteste Thema im Moment das einzige bei den aktiven Themen ist tatsächlich das Wandelbündnis mit über 3000 Klicks, ne? Ja, also was ich aber sagen möchte, und dann merke ich, dass die Uhren noch nicht da sind. Jetzt kommen die Uhren. Die Uhren bereit. So, dann können wir, also meine erste Redebeitrag ist also Karl Marx hat den Kapitalismus total verharmlost. Die Marktwirtschaft, den Kapitalismus hat er total verharmlost.
Ich glaube mittlerweile, dass wir alle nur deswegen nicht weiterkommen, weil wir uns nicht genügend darum gekümmert haben, den Kapitalismus erstmal richtig in seiner Schrecklichkeit zu verstehen. Ich war bis zu meinem 35. Lebensjahr total gehirngewaschen. Ich habe das geglaubt, was ich in meinem pseudowissenschaftlichen Studium, das nur zur Hälfte aus seriöser Naturwissenschaft besteht, Psychologie, und zur anderen Hälfte aus einer pseudowissenschaftlichen klinischen Psychologie, wo wir lernen, Geld zu machen auf Kosten der Patienten. Ja? Und ich habe diese vorteilbringenden Irrtümer alle geglaubt, meine Mitstudenten glauben sie heute noch. Und ja, und dann bin ich ausgestiegen mit 35, habe meine Praxis geschlossen, weil ich das nicht mehr verantworten konnte. Und ja, ihr wisst ja, dass ich mittlerweile den Menschen eigentlich eher als da für den Menschen Homo sapiens, ich halte den Menschen nicht für Sapiens, sondern der Mensch im Kapitalismus ist Homo stupens, der törichte Mensch, der dumme Mensch. Und ich bezeichne ihn ja als den tauschhandelnden Savannenbonobo, Homo paniscus mercantilis. Ja, der tauschhandelnde Savannenbonobo beziehungsweise Homo paniscus mercantilis. Den Namen würde ich vorschlagen denn das Merkantile hat uns das Genick gebrochen. Ja? Und jetzt, was ich im Forum geschrieben habe, lese ich vor. Da habe ich geschrieben, einige der Argumente zu den letzten Wandelgesprächen, einige der Argumente, warum mich bisher, ich bin nun mal mittlerweile naturwissenschaftlich, schwerpunktmäßig naturwissenschaftlich ausgebildet, einige der Argumente, warum mich Öffi, Lucky, Henning, Walter und so weiter noch nicht von ihren Konzepten überzeugen konnten. Vielleicht können Sie und die anderen hier oder in den Wandelgesprächen noch Argumente nennen, die mich überzeugen. Argument 1. Viele Sparten im Kapitalismus profitieren von ihnen vorteilbringenden Irrtümern, die Arme produzieren und damit Kundschaft für zum Beispiel die Sozialsparten und damit Karrierechancen in Arbeitsamt und Sozialbereich. Also das, was ich vorhin geschildert habe, dass der Kapitalismus über das Psychologiestudium mir vorteilbringende Irrtümer beigebracht, wie ich mit Pseudotherapie Geld auf Kosten der Patienten und der Gesellschaft machen konnte. Das Gleiche findet in jeder anderen Sparte im Kapitalismus auch statt. Und das hat Karl Marx nie begriffen. Ja, das heißt also, alle Sparten, die Gesundheitssparten, die Sparten innere Sicherheit, die einen leben von immer mehr Kriminalität, die anderen leben von immer mehr Krankheit, die anderen leben von immer mehr Arbeitslosen, die anderen von immer mehr Obdachlosen, die anderen leben von immer mehr Verwahrlosten und Suchtkranken, die anderen, ja, alle leben sie von zerstörtem Leben. Ja? Und deswegen, es piepst und ich mache nur noch kurz rund. Deswegen werde ich dann auch im weiteren Vorlesen weiterhin vorlesen, wie ich eben sehe, dass ich meine, dass viele politische Vorstellungen leider ein bisschen irritiert sind von manchen vorteilbringenden Irrtümern, die in diesen Konzepten vielleicht mitschwingen. Und da werde ich nachher weitermachen und ich gebe an den Lucky für seinen ersten Redebeitrag. Und aber wieder 5 Sekunden warten und dann loslegen. Ich sag, ich rufe dann. Ah. Hattet ihr mich gut gehört? Lucky, hattest du mich gut gehört? Ich habe dich sehr gut gehört. Ja, Sehr und jetzt gut. kannst du loslegen. Deine 4 Minuten laufen gleich. Okay. Ihr hört mich auch gut? Du kannst, wenn du willst, sogar dein Bild anmachen, die Kamera. Ja, okay. Hört ihr mich gut? Sehr gut. Okay. Gut. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, nachher bei dem Beitrag, weil bisher sehe ich das nicht so
wo in meinem Konzept mit der Abschaffung des Geldes und des Staates, wo da die vorteilbringenden Eurotümer sind. Und bin da ja sehr gespannt drauf, weil du ja eigentlich angefangen hast, dass wir das nicht überzeugen können, bisher mit unseren Argumenten. Und ich merke da, wie du losgefahren hast, gelegt hast, ich kann da ja nicht widersprechen, was du gerade da gut dargestellt hast. Ich würde es nur in anderen Worten ausdrücken, ansonsten widerspreche ich dir überhaupt nicht. Und würde es auch ein bisschen anders sehen, dass Marx nach meiner Ansicht nach, also ich habe nicht viel Marx gelesen und nicht so viel verstanden. Für mich ist aber das Entscheidende, was mal Marx gesagt hat, das Sein beeinflusst das Bewusstsein. Und das ist für mich das Zentrale, wie meine Wirtschaftsanalyse darauf auch beruft, oder beruht. Weil ich denke, dass sozusagen das Ökonomische, wie wir miteinander verkehren, produzieren und verteilen, eben mit diesem Geldsystem und dem Markt mit Angebot und Nachfrage und wer hat, der kriegt noch mehr und wenn nicht hat, ist halt Nebel, kann sich sozusagen nicht so frei, wie man so heißt, freie Marktwirtschaft betätigen, wenn du nicht die entsprechenden Geldressourcen hast, bist du halt Arsch. Oder bist halt Nebel und kannst also nicht frei wählen, wie was mal versprochen wird. Und deswegen ist das für mich nach wie vor entscheidend. Ich habe das auch schon mal an einer Stelle gesagt, dass mich auch als relativ junger Mensch, vielleicht mal 1935, fällt mir ein, dass mir das Buch Angst im Kapitalismus von Dieter, heißt ja, glaube ich, Dieter Doom, hat mich sehr geprägt und beeinflusst, weil der gut dargestellt hat eigentlich, wie wir mit zum Beispiel eben auch mit den Existenzängsten und so weiter, wie wir uns einzeln ins Rotieren bringen und immer versuchen, das halt auszugleichen unter Ängste, dass wir eben noch mehr kompensieren, wo natürlich auch das, was du auch letztes Mal auch angesprochen hast, die Sexualität eine große Rolle spielt, dass wir sozusagen also der Sexualtrieb halt umgeleitet wird und das wir konsumieren und irgendwie ein bisschen wie im Hamsterrad uns bewegen, aber nicht zur Ruhe kommen und in uns ruhend glücklich werden, sondern uns ständig eher auch beweisen müssen, kämpfen müssen, ob die anderen schöner ist, mehr, hat man schon diskutiert, beim letzten Montag mehr Spermien versprüht als ich selber oder so, mehr Frauen begattet und so weiter. Und das macht natürlich Stress, das macht Stress und ein Stück weit uns unglücklich, dass wir in so einem Konkurrenzkampf stehen. Der wird nach meiner Ansicht durch diese sogenannte freie Marktwirtschaft gemacht, wo wir sozusagen unterhaupt, im wahrsten Sinne des Wortes, unterhaupt halt zum Markt ertragen. Und der macht halt andere als glücklich und in uns ruhend. Und ich merkte doch immer daran, bin zwar kein Psychologe, aber habe ein bisschen Lebenserfahrung, dass kaum ein Mensch hier im Kapitalismus ein, wie soll ich sagen, ein gesundes Selbstwertgefühl hat, nach dem Motto, ich bin liebenswert, ich bin einmalig, ich habe so eine Begeisterung oder einfach eine Erweiterung oder eine Gabe für meine Mitmenschen. Ja. Dass kaum jemand so ein Gefühl hat, seinen eigenen Körper auch ablehnt, ich bin hässlich, ich bin dick, ich bin viel zu viel Pickel oder sonst was. Also das kennen wir, so diese negativen Bewertungen von uns selber, dass wir jetzt sozusagen schon wie ja, mit Muttermilch in uns aufgesogen haben. Macht man mehr und mehr, macht das eben für mich der Kapitalismus, dass wir ein Selbstwertgefühl haben, was für Teppichkante ist. Und nicht einen geraden, zufriedenen, in sich ruhenden Menschen ausmacht. Passt ja, bin fertig. Und liebe wir weiter zu Öffi. Ja, danke an die Vorredner. Ich greife mal das Thema auf, oder zum Stand der Dinge noch. Das mache ich ja immer gerne, dass ich erstmal beschreibe, wo ich stehe. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt. Letzten Montag war ich in Berlin und habe da eine Rede über unter der Überschrift Der Kern der Befreiung gehalten. Und also das war Teil der jährlichen Projekte-Rundreise, die ich immer mit meinem Lilitopia-Team, also ich bin ja hier in Hessen in Stadt Allendorf, in der sogenannten ganzheitlichen Bildungswerkstatt lilitopia.de mit Frau und Sohn und Tieren, noch ein Mitbewohner, der allerdings jetzt nicht so der Überzeugungstäter für diese Ideologie ist, sondern
sondern ein ja, Freidenker und Kritiker auch innerhalb der Hausgemeinschaft. Ja, und da sind wir rundgefahren. Wir haben in Schenker-Bewink leider das Problem, was wir überall so haben und womit wir ja auch hier ständig ringen, worüber wir immer wieder diskutieren. Wir haben so wenig Leute, die wirklich bereit sind, sich auf die ganzheitliche oder systemische Alternative einzulassen, so dass ja, wir haben zum Teil leerstehende Projektgelände und wir haben Projekte, wo zum Teil nur einer oder ein, zwei Personen sind. Und ja, das ist ein echtes Problem, aber immerhin gut, wir haben schon die Juwelen an Grundstücken für solche, wie ich das jetzt gerne auch nenne, Freiheitslager oder Freiheitsreservate, Freiheitskommunen. Wir haben also was zu bieten, was also Orte angeht, an denen das stattfinden könnte. Ja, wir haben die Projektrundreise nicht ganz auf alle Projekte ausdehnen können, wo wir hin wollten. Unter anderem musste das Auto mal in die Werkstatt und dann hatten wir noch einen anderen Termin, der überraschend sich dazwischen schob hier in Stadtallendorf, sodass wir nach Berlin erstmal abgebrochen haben. Ansonsten wären wir noch nach Sachsen runtergefahren. Okay, das zum Stand der Dinge. Und jetzt bin ich wieder hier und grübele weiter, wie wir die nötige Argumentationsfreiheit in den gesellschaftlichen Ablauf reinbringen können, wo wir ja hier mit den Talks was machen, mit verschiedenen bahnbrechenden oder aufknackenden Konzepten wie einem New World Economic Forum oder einer Zukunftskonferenz mit fairer Offenheit für alle Lösungsideen. Und was jetzt seit ein paar Wochen auch der Dylan als besonderen Akzent ja klarer noch bekommen hat als zuvor. Wir sollten nicht nur auf die Promis und großen Multiplikatoren schauen, also für diese Zukunftskonferenz, sondern wir sollten die freie Argumentekultur, das, worüber sich eigentlich alle am leichtesten einigen können müssten, egal was wir dann an Argumenten austauschen über Einzelthemen, dass wir überhaupt uns öffnen, nach den besten Argumenten gehen zu wollen. Also da sollte man meinen, dass das für die denkenden Tiere, die Menschen, dass das der einfachste Grundnenner, Konsensnenner sein könnte. Ja, und Dylan meinte, das ist doch gut, wenn wir da die öffentlichen Medien, die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD, ZDF, wenn wir die dazu bringen könnten, ihren gesellschaftlichen Auftrag, demokratische Information und Bildung zu gewährleisten, wenn wir die dazu bringen könnten, wirklich sich zu öffnen für all die vielen Alternativideen und Initiativen, die es so gibt. Also unter dem Motto Wahlbündnis, alle alternativen Initiativen rein in ARD und ZDF ständig, ist das jetzt so ein neuer Akzent, der noch dazugekommen ist. Darum kümmern wir uns. Und bei mir ist es so, ich höre das Piepen, dann mache ich da noch rund. Und auf eure Argumente, ja, vielleicht einen Satz dazu. Aber erstmal wollte ich sagen, ich persönlich versuche ja auch mitzumachen bei diesen Argumente-Ebenen. Forum ist mein Lieblingsbereich, ne? Kennt ihr jetzt schon, freie-argumente-kultur.de. Die Talks finde ich gut, ne? Die Zukunftskonferenz, das Wahlbündnis, finde ich alles super, experimental Formen, um die freie Argumentekultur erstmal ja, der eine Grundlage zu geben und sie zur Grundlage für alles andere zu machen. Da die Gesellschaft sich aber weigert bislang und auch diese ganzheitlichen Modelle, also diese Reservate oder Freiheitslager, bisher eher zu unterbinden versucht, also auch das Demokratiefürsorgecamp, das Zeltcamp in Berlin, eher nicht mehr genehmigt, sondern unterdrücken möchte. Deshalb ist eine Strategie von mir auch, gewaltfreie Aktionen zu machen, mit denen ich auch Gesetze übertrete und hoffe, vor Gericht anzukommen, um dort vielleicht einen Ansatz für den Argumenteaustausch hinzubekommen. Ja, ein Satz noch zu dem Thema, das mache ich dann bei meinem nächsten Beitrag in der nächsten Runde genauer. Ich teile Dylans Vorstellung, dass Marx den Kapitalismus ja zu reduziert wahrgenommen hat, beziehungsweise die Gefahr darin, denn es ist nicht die Monopolisierung nur der Produktionsmittel durch die Kapitalisten. Es ist insgesamt die Bemächtigung des menschlichen Geistes
sodass er nicht frei in seiner Gesamtplanungsdimension als entscheidende Steuerung mehr auftreten kann, sondern zersplittert wird in Sparteninteressen und vorteilbringende Irrtümer solcher Sparteninteressen. Splitterdenkerei statt Gesamtzusammenhangsdenken, so würde ich das nennen. Und das ist eine Entwürdigung des Geistes durch diese Tausch- und Splitterlogik, die der Kapitalismus reinbringt, aber auch eine Entwürdigung des menschlichen Geistes durch die Logik von Marx, dass die Materie den Geist oder die geistige Entwicklung bestimmt. Die Materie als solche hat gar nicht die Möglichkeit, uns Orientierungsmaßstäbe zu geben, wie Sinn des Ganzen oder Gerechtigkeit, Gleichberechtigung der Menschen. Das ist alles der Geist, der nur diese Orientierung uns überhaupt geben kann. Deshalb ist der nicht als Anhängsel der Materie zu sehen, sondern jedenfalls pragmatisch als die Steuerungsfähigkeit zu sehen, die uns Menschen unsere ganz spezielle Dimension und Würde gibt. Dazu näher in der nächsten Runde. Ich gebe weiter an den Dillen. Ja, da bin ich wieder. Ja, Lucky, vielleicht für dich eine interessante Nachricht, dass bei mir auch im Anfang meines Psychologiestudiums Dieter Duhm Bücher, also Angst im Kapitalismus, da gab es wohl noch weitere, meine Standard-Anfangslukteure waren sozusagen, ja. Aber ich habe eben noch viel, viel anderes dann auch immer weiter studiert und übrigens, von wegen jetzt meinem Beitrag hier, das Schöne im Wahlbündnis ist ja, da muss mich niemand überzeugen, sondern man muss die Wähler überzeugen. Ich muss versuchen, die Wähler überzeugen, Lucky muss die Wähler versuchen zu überzeugen, die anderen Teilnehmer müssen versuchen, die Wähler zu überzeugen. Ich habe heute eine halbe Stunde mit der Basis gesprochen, die müssten dann versuchen, die Wähler zu überzeugen. Und heute ist es mir gelungen, eigentlich waren die alle ziemlich begeistert von der Idee, doch die ganze Partei neu aufzustellen Richtung, sogar einer hat sogar gesagt, wir sollten vielleicht die Partei des Gemeinwohls, hier die Partei des Gemeinwohls vielleicht auch machen und verfolgen. Partei des Gemeinwohls PDG. Ja, aber jetzt lese ich mal einfach weiter, dass wir ein bisschen da weiterkommen. Moment. Ich bin völlig falsch, hier muss ich hin. Ja, also wie gesagt, mein erstes Argument ist also quasi letztendlich, auch alle unsere Professoren haben den ersten Teil ihres Lebens, waren sie Opfer der Gehirnwäsche des Kapitalismus mit den vorteilbringenden Irrtümern mindestens ihrer eigenen Sparte. Und wahrscheinlich auch sonst. Aber so im Laufe der Jahrzehnte und des Älterwerdens haben sie sich dann eben davon teilweise freigemacht, genauso wie ich mich teilweise und hoffentlich sehr, sehr großteilweise freimachen konnte. Und insofern ist es sozusagen so, dass jeder erst einmal im Kapitalismus sich fragen sollte, bei dem Feuerwerk an vorteilbringenden Irrtümern, das mich umgibt. Also nochmal dieses Bild hier. Also dieser Nebel an vorteilbringenden Irrtümern, der aus den Sparten ausdünstet und überall rumschwirrt. Diesen Nebel kann man sich nicht entziehen. Den muss man einatmen. Und es ist eigentlich ganz normal, dass alle Teile der Gesellschaft durchdrungen sind von manipulativen, gehirnwaschenden, propagandamäßigen, vorteilbringenden Irrtümern jeder einzelnen Sparte. Und der eine wird auf die einen vorteilbringenden Irrtum reinfallen und ihn für Wahrheit halten und der andere auf den anderen. Und ich bin eben auch als junger Mensch auf viele davon reingefallen. Und das ist im Kapitalismus völlig normal. Ja? Und deswegen ist es auch, ist das eigentlich Standard. Und jetzt lese ich mal weiter. Diese Irrtümer pumpen alle diese Sparten in unser aller Köpfe, weswegen es ganz normal ist, dass wir diese Irrtümer glauben und deswegen notwendig unrealistische Bilder zukünftigen Lebens entwickeln müssen. Also auch unsere Utopien
sind immer, das ist im Kapitalismus normal, dass alle unsere Utopien und unsere Wirtschaftsmodelle und Gesellschaftsmodelle zukünftigen Lebens, unsere Utopien, auch eventuell gespickt sein können mit einigen vorteilbringenden Irrtümern bestimmter Sparten. Ja? Und die ständige Frage, auch an mich als Dylan sozusagen, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, die ständige Frage auch an mich sollte also immer lauten, welche Sparten könnten wen, welcher Gehirnwäsche, mit welchen vorteilbringenden Irrtümern, die nur den Ursprungssparten Vorteile bringen, allen anderen Menschen aber Schäden unterzogen haben. Also welche Sparten könnten wen, welcher Gehirnwäsche mit welchen vorteilbringenden Irrtümern unterzogen haben. Und ich glaube, dass wenn wir so nicht vorgehen, haben wir keine Chance gegen den Kapitalismus. Und jetzt bringe ich nur das erste Argument noch rein, Lucky, also das zweite. Lucky argumentierte, Kinder sind auch aktiv, ganz ohne Anreize und so weiter. Selbstverständlich geht auch die satte Katze aus Spaß Mäuse jagen. Aber geht sie auch mit der gleichen Ausdauer und Intensität jagen, wie wenn sie Hunger hat? Das ist die alles entscheidende Frage. Raupe, Puppe und Schmetterling verhalten sich völlig verschieden, haben andere interne Motivationssysteme, genauso Kind, Pubertierender und Erwachsener. Erwachsene Frauen haben als oberste Motivation im Kapitalismus einen Ernährer für Kinder zu finden und Kinderspaß zu bekommen und sind nur dafür aktiv. Arbeiten gehen sie nur gezwungenermaßen, auch wenn sie manchmal ein wenig Spaß dabei haben. Männer werden nur noch aktiv, um Sex Spaß zu finden. Arbeiten gehen sie nur notgedrungen, auch wenn sie manchmal ein bisschen Spaß an der Arbeit haben, würden sie immer sofort die Arbeit liegen lassen für sofortigen Sexspaß. Vom Kind auf den Erwachsenen zu schließen, wäre also eine unzulässige Schlussfolgerung. Das habe ich gesagt, weil Lucky ja sehr, sehr stark betont hat, dass er anhand des Beispiels der Kinder gelernt hat, dass die intrinsische Motivation eigentlich ausreichen würde, um eine Gesellschaft hochleistungsfähig zu belassen, sodass sie Abwehrraketen entwerfen kann, um dem Schicksal der Ukraine, des Iraks und der Indianer und der Indios zu entgehen, die alle wegen zu schlechter Waffentechnik ermordet worden sind. Na? Ich gebe weiter, einen Moment warten. Lucky, wir hören dich. Gut, kann ich, ja? Ja. Ja, ich merke, ich bin das zu schnell für mich. Ich komme da nicht ganz hinterher, weil irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, dass den Bogen, den du von den Kindern auf die Menschen gemacht hast, da glaube ich, kann es nicht argumentativ jetzt noch nicht gegensteuern, außer ich sage, die Menschen, die Männer und Frauen, die ihr heute vergleicht, das wird ja dann schon vom Kapitalismus geprägt sind, während für mich die Kinder in der Ursprungsform, also bis zum zweiten Lebensjahr, vielleicht noch ein bisschen kürzer davor, seit diese Zwang vom Kapitalismus noch nicht so geprägt finde. Und deswegen davon ausgehe, dass diese intrinsische, wie du gesagt hast, eine intrinsische Motivation auszuprobieren, was zu machen, Spaß zu haben an der Tätigkeit, die sozusagen nicht auf wertig oder auf Konkurrenz aus ist, sondern dazu dient, einfach die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ein Kind ist durch taktile Spielen und so weiter, verbessert er oder sie seine motorischen Fähigkeiten und mit Laute bellen entwickelt er die Sprache und so weiter, will sich verständigen. Und das sind alles so Sachen, finde ich, wo so eine Motivation ist aus dem Kind heraus. Und also das mit dem biologistischen, hatten wir auch letzten Montag schon die Diskussion mit dem biologistischen, dass die Frauen nur darauf aus sind, Ernährer zu haben und die Männer nur die Frauen begatten wollen, ist für mich ein bisschen allzu einseitig. Also das mag vielleicht in Ursprungsform der Menschheit, wo wir sozusagen noch in Höhlen gelebt haben und in großen Kommunen und irgendwie auch nichts anderes hatten, auch keine Kultur hatten in dem Sinne, sondern wirklich nur um das Überleben geht und um dazu auch das Fortpflanzen gehört. Da mag es vielleicht gestimmt haben, aber heute glaube ich,
dass also viele Sachen, was wir also auch hier mit Kultur und Malerei haben und so weiter, dass es nicht nur negativ ist im Sinne von Sublimierung des Geschlechtstriebes, sondern dass auch Leute Spaß dran haben, Musik zu machen, zu tanzen, Sachen zu entwickeln, zu forschen, auszuprobieren, Computer, digital und so weiter, ohne dass, also oder anders ausgedrückt, auch wenn sie voll befriedigt, sexuell befriedigt sind und Spaß am Sex hatten, trotzdem auch noch Spaß haben, meinetwegen Roboter zu produzieren, die irgendwie blöde Arbeiten abnehmen oder ökologisch halt bessere Lebensmittel oder bessere Maschinen zu bauen, die weniger Strom verbrauchen, weniger Energie brauchen und sonst was. Ich glaube, dass da immer noch so, so eine Motivation geben kann. Aus sich heraus und nicht, die heute ja immer nur geleitet wird von, was macht Profit und was ist, womit kann ich irgendwie Geld verdienen. Und ich glaube, dass eben auch, wie gesagt, auch beim diese kindliche Neugierde ausprobieren, das wird also auch beim freien und glücklichen Menschen, dass es immer noch weiter vorhanden ist, auch wenn die sexuell befriedigt sind, dass sie dann trotzdem mal Spaß haben, was anderes zu machen. Weil ich meine eben mit, hier mit Arbeit, was du geschrieben hast, mit Arbeit, die eben für mich eben ist eine selbstbestimmte Tätigkeit, die ich ja mal gesagt habe, selbstbestimmte Tätigkeit, wo der oder diejenige sucht, Lust hat, sich weiterzuentwickeln oder Fähigkeiten auszubilden. Ja, wenn ich Interesse an Musik habe, dann will ich das Stück nachspielen, will es noch besser machen, ohne dass ich zu stocke und so weiter, habe ich ein, ja, wie gesagt, ein intrinsisches Interesse daran, da besser zu werden. Oder ich kann mit dem Doppelkopf spielen, möglichst auch mit einem schlechten Blatt noch das Beste daraus zu machen, noch so Punkte zu machen, weil ich eben aufpasse oder mitzähle, mich da sozusagen verbessere. Ich mache das mal kurz rund. Und so glaube ich, ist das also auch in freien Menschen, dass sie trotzdem noch was haben, die Lust haben, weiter zu arbeiten, arbeiten in Anführungsstrichen, also zu Tätigkeiten, die ihren nicht nur Spaß machen, sondern natürlich auch, weil sich die Fähigkeiten weiterentwickeln, besser wirst für dich selber, dann natürlich auch, dass diese Arbeit dann auch Spaß macht und dass dann sozusagen ineinander übergeht, Spaß haben und arbeiten, dass es dann identisch ist. So, bin fertig und gebe weiter wieder an Effi. Ja, danke an die Vorredner. Ich gehe auch mal auf die Motivation ein bisschen ein und komme damit auch zur Anknüpfung an das, wo ich bei meinem letzten Beitrag endete, nämlich der Frage, worin besteht die Entwürdigung des Menschen, aber sowohl auch durch den Kapitalismus wie auch durch den Kommunismus, also durch diese ganzen, ich sag mal, Splitterkult-Ideologien. Worin besteht diese Entwürdigung des Menschen, die darin liegt, und worin ist der Kern der Befreiung? Auch im Sinne, was ist die größte Befreiung zur Leistungsfähigkeit oder Potenzialentfaltung des Menschen? Also der Kapitalismus, ich würde noch ein bisschen weiter greifen in der Beschreibung der Motivationsstrategien, als der Dylan das getan hat, dass die Menschen arbeiten und die Frauen oder produzieren im Kapitalismus und die Frauen motiviert sind, einen Ernährer für die Kinder zu finden und die Männer zu arbeiten, um Gelegenheiten für mit Geld Gelegenheiten zum Sex zu finden oder ihre am Ende auch ihren familiären Tellerrand über die Runden zu bringen. Ich glaube, der Kapitalismus ist noch radikaler sogar in seiner Motivationsstrategie, was wir heute auch sehen an modernen Theorien wie dem Genderismus, Feminismus, dass es gar keine Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, dass alle letztlich, ich sag mal, nur noch als kapitalistisch verwertbare Arbeitermasse, als Human Resources gesehen werden. Ich meine, die sind damit ja sehr erfolgreich. Die Menschen sind heutzutage längst so drauf, dass wirklich Geld verdienen, arbeiten, einkaufen gehen, konsumieren, ist längst zu einer Motivation geworden, die sie viel stärker prägt, als jetzt die Frauen, dass sie nach einem Mann suchen, also auch um
Ernährer zu haben oder der Mann, sogar der Sex. Also ich glaube, dass die Erotik des Geldes und der Karriere und der Macht, da ist doch eher auch Sexualität noch sowas, was man wie ein Ventil, wie durch ein Ventil so mehr oder weniger geschickt rauslässt. Aber ansonsten beseelt sind die Leute von dem Mitmischen in der kapitalistischen Konkurrenz und in Geld- und Karrieregedanken. Die verzichten ja immer mehr auf erfüllende Sexualität dafür. Die verzichten immer mehr auf Beziehung und Familie. Wir haben immer mehr versingelte, verinselte, kinderlose, einzelne Karrieremenschen, Karriere-Singles. Das ist die Tendenz. Und ich sehe es so, dass der Kapitalismus das fördert. Er wird die Strategie natürlich mit einbeziehen, auch wie viel Vermehrung er braucht und dass er da die Motivation der Menschen strategisch auch passend noch hinlenkt, soweit wie das nötig ist. Also China ist ein gutes Beispiel, ja, wie die damit umgehen. Die erzwingen zum Teil dann die Ein-Kind-Ehe und dann lockern sie es wieder, wenn sie denken, jetzt macht es wieder Sinn, die Bevölkerung, das Bevölkerungswachstum stärker werden zu lassen. Aber das richtet sich alles nicht nach dem Wert von Familie und Sexualität, sondern richtet sich alles nach imperialistisch-kapitalistischen Herrschafts- und Profitinteressen. Ja, und ich hatte schon gesagt, der Kommunismus oder all die materialistischen Theorien, die so sagen, der erste Ansatzpunkt, ja, ich höre das Klingeln, Dankeschön, der erste Ansatzpunkt ist die Materie. Die Materie mag uns sehr stark bestimmen, aber es ist wie, wenn wir da in einem Sumpf stecken, was kann uns befreien? Drauf zu schauen, dass der Sumpf uns da festhält, immer weiter runtersaugt. Daraus haben wir nicht irgendein technisches Erfindungsvermögen, um jetzt zu sehen, was weiß ich, da vorne liegt ein Ast, vielleicht kann ich den erreichen oder wie kann ich jetzt irgendwie mit technischen Körperbewegungen und so mich da rauslösen oder was auch immer. Geschweige denn, dass ich eben ja meinen Horizont so erweitern kann, dass ich sehen kann, was sind Wertmaßstäbe und Sinnkriterien, nach denen ich langfristig oder ganzheitlich mein Verhalten steuern kann. Das kriege ich nie raus, wenn ich auf meine äußeren materiellen Lebensumstände schaue, mich davon bestimmen lasse, sondern das kriege ich raus, indem ich technisch und zukunftsvisionär, werte- und steuerungsorientiert denke. Dann habe ich als Mensch diese eigentliche Wesensentfaltung, Potenzialentfaltung, die mich auch befähigt, dann ja am leistungsfähigsten zu sein. Denn nur fürs Geldverdienen zu arbeiten, ist ja nicht so kreativ, wie wenn ich aus Begeisterung das mache. Aber Begeisterung ist auch nicht, wie ich das bei Lucky oft raushöre, was macht mir denn gerade am meisten Spaß? Sondern das ist eine höhere Ebene der Lust und des Spaßes, wo ich sehe, ah, das ist sinnvoll, mich dafür anzustrengen, vielleicht im Moment auch Verzicht zu leisten. Das Ziel ist es wert, ne? Und nicht nur wegen Geldzahlen, die ich da einsetzen kann, sondern wegen des wirklichen Sinns für die Welt, für die Menschen, für die geistig-seelische Entwicklung. Wenn ich mich darauf hin orientiere, dann habe ich die tollste Potenzialentfaltung und kann auch am kreativsten und fruchtbarsten wirken in der Welt, mich am besten steuern. Okay, das mal soweit in dieser Runde. Ich gebe weiter wieder an den Dillen. So, jetzt bin ich wieder gut zu hören. Ja, also ich habe schon oft hier gesagt, samstags, dass mein oberstes Anliegen ist, Leid zu minimieren. Ihr wisst ja, dass ich Leben als Naturwissenschaftler als absolut sinnlose Spielerei der Materie empfinde. Und deswegen zählt für mich nur, Leiden ist einfach schrecklich und ich will einfach nur Leiden reduzieren. Deswegen will ich uns schützen und die deutschen und europäischen Bürger vor dem Schicksal der Ukraine, des Iraks und der Indianer und Indios schützen, abgeschlachtet zu werden, weil sie technologisch
nur noch Trabi-Abwehrraketen bauen und nicht Golf-Abwehrraketen. Also wir hatten ja letztens gesprochen, dass am Montag, in dem Wandelgespräch Montag, dass eben sozusagen die DDR aus irgendeinem Grunde technisch auf Trabi-Niveau gelandet ist, während der Westen auf DDR-Niveau davongezogen ist, ja, und auf Golfniveau davongezogen ist, also technologisch wesentlich höher war. Und ich sehe den Grund dafür darin, dass eben in der DDR es zwar Belobigungen gab und andere positive Anreize oder Belohnungssysteme, aber keine deutlich und krass höhere Bezahlung wie im Westen für zum Beispiel Top-Entwickler von Autotechnik, ne? Und dadurch, dass diese Geldbelohnung nicht hoch genug war, gab es einfach keine groß genügenden Unterschiede. Und ich frage mich jetzt natürlich, ob letztendlich es sein könnte, dass wenn wir Geld abschaffen zum Beispiel und Leistung und Wettbewerb, oder Lucky hat auch letztens gesagt, dass er ein Einheitsgehalt eher vorschlagen würde, wenn überhaupt noch Geld vorhanden wäre. Und ob da jetzt wirklich genügend Motivation zustande kommt, aus dem auch bei Erwachsenen ja noch vorhandenen Rest an intrinsischer Motivation, ob das wirklich ausreicht, um uns zu schützen, oder ob es uns dann genauso wie der Ukraine gehen kann, dass wir überrannt werden, weil unsere Defensivraketen ein technologisch niedrigeres Niveau haben als die angreifenden Raketen. Denn für Defensivraketen, Abfangraketen, müssen diese technologisch den angreifenden Raketen, Flugzeugen und Panzern technologisch ja überlegen sein. Ja? Und insofern, das sind so meine Fragen, denn ich will ja Leid vermeiden. Ich gehe davon aus, dass die Ukrainer gerade schrecklich leiden. Und das will ich ja vermeiden. Ne? Und natürlich auch dadurch, dass ich den Kapitalismus beenden will und durch Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO ersetzen will. Aber eben, damit eben dann eben niemand mehr am Krieg verdienen kann und damit diese Kriegsmentalitäten verschwinden. Aber noch einmal zurück zum Kinde. Also beim Kind ist aus meiner Sicht eben das Tätigsein noch Selbstzweck. Bei Erwachsenen wird das Tätigsein überwiegend Mittel zum Zwecke. Ja? Und dadurch ist für den Erwachsenen eben leider immer wieder die Frage, was bringt es mir, wenn ich mich besonders intensiv jetzt anstrenge im Tätigsein? Ja? Bringt es mir besonders viel Zugang zu den Eizellen der Frauen? Das ist die Überlegung, die der Bonobo-Mann hat. Ja, schenke ich sozusagen den Frauen die besten Früchte und verzichte selber auf die leckersten und besten Früchte, weil das mir wichtig ist, wunderbar Sexspaß zu haben mit den Frauen, bei ihnen besonders beliebt zu sein und dadurch, ohne dass es ihm bewusst ist, bei ihm automatisch eine größere Chance entsteht, dass er Zugang zu den Eizellen kriegt, dass die Frauenkörper ihm den gewähren durch den Orgasmus-Ansaugreflex im Rahmen der Spermakonkurrenz, dass des Kriegs der Spermien im Unterleib und all diese Mechanismen, die quasi eine Bevorzugung von bestimmten Spermienarmeen in den Unterleibern der Frauen am Ende zur Folge haben, ne? Auch der Spüldruck spielt ja eine Rolle, es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Der Spüldruck spielt eine bestimmte Rolle. Und ja, also von daher lese ich nur noch zum Schluss diesen einen Satz vor. Hier war es doch eben, erwachsene Bonobo-Männer schenken auch nur so lange, wie der zurückkommende Sexspaß sie zufrieden macht. Die herrlichsten Früchte essen sie selber, statt sie zu verschenken, wenn der Sexspaß zu klein wird. Auch bei den Bonobos gibt es versteckte Rangordnungen gemäß der Qualität der Schenkungen, zum Beispiel in den Köpfen der Frauen. Und Lucky, du kannst ja auch diesen Text jetzt wieder am Bildschirm nochmal lesen.
Ja, ich gebe weiter an Lucky. Moment, es dauert wieder. Moment. Lucky, wir hören dich. Gut, kann ich reden. Alter, danke für, ja, nehme ich die Worte von Öffi auf, danke meinen Vorrednern für ihre Argumente und Darstellen ihrer Argumente. Ich habe wieder Wiedererkennung gehabt bei dem, besonders was du gesagt hast, mit dem Leid vermeiden, dass es das sozusagen unser gemeinsamer Nenner ist, dass wir alle Leid vermeiden wollen. Ich habe das bei mir anders ausgedrückt in meinem Buch mit dem Glücklichsein, dass wir alle glücklich sein wollen. Und ja im Prinzip das Gleiche ist, ja, nur umgekehrt ausgedrückt. Wenn ich Leid verhindere, bin ich ja glücklicher, als wenn ich leide. Und von daher ist der im Prinzip das Gleiche, dass wir alle Glück suchen. Was dann das Glück ist im Einzelnen, das ist die Frage, da hast du recht, wenn du sagst, dass du ja ganz egoistisch auf dein Glück suchen kannst. Oder mit dem vorteilbringenden Irrtum, je höher mein Konto ist, mein Kontostand, desto glücklicher fühle ich mich ja. Das hat es aber mit der Gemeinschaft zu tun. Und ist das wirklich das wahre Glück, mein wahres Bedürfnis, wirklich viel Geld zu haben und mir da sozusagen ihn runterzuholen, weil ich dann null mehr hinterm Komma habe? Nee, vom, ja, hinterm Komma habe. Hinterm Komma. Na, ihr wisst, was ich meine. Nee, vorm Komma, ne? Null mehr und natürlich eine Zahl davor. Also statt eine Million, eine Milliarde oder so. Oder ob das nicht ein vorteilbringender Irrtum ist, dass ich mir reingefallen bin und ob nicht irgendwie ein erfreutes Sexualleben oder eben, weil ich was für die Gemeinschaft tue, das wird also viel mehr mich glücklicher machen würde. Und damit komme ich so ein bisschen wieder zu den Anreizgeschichten und so zurück. Ich glaube schon, dass dieser Anreiz eben sein kann, dieses Leid vermeiden. Und das ist für mich erstmal, wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind, dass ich dann, glaube ich, weniger Angst habe und ein Stück weit freier sein kann, weil ich mich also nicht drum kümmern muss. Und da, das muss man schon dem Kapitalismus sagen, da hat die letzten 100 Jahre, hat da wirklich der Kapitalismus gezeigt, Marx zu sprechen, die Entwicklung der Produktivkräfte, die war also einmalig in dieser Geschwindigkeit und wie das sich erreicht worden ist, dass eigentlich, glaube ich, zum ersten Mal mit relativ wenig Aufwand, Zeitaufwand, 11, was haben wir, nee, fast 7 Milliarden Menschen haben wir jetzt, 7 oder 7,5 Milliarden Menschen, das heutzutage mit der Entwicklung der Produktivkräfte möglich wäre, dass die Grundbedürfnisse von 7,5 Milliarden Menschen befriedigt werden könnten. Mit einem relativ einfachen Aufwand von hier sind vielleicht 10 oder 15 oder 20 Arbeitsstunden, die jeder Erwerbstätige machen könnte, dass wir dann also den heutigen Lebensstandard im Prinzip dann gleichmäßig verteilt, also auf diese Grundbedürfnisse, dass das dann halt gewährleistet wäre. Und was du jetzt so bringst mit der Ukraine und dem Abwehrsystem, hatten wir letztes Mal auch schon kurz gesagt, dass in meiner Vorstellung, wenn wir eben das Geldsystem abschaffen würden und damit die Konkurrenz auch und das Vertrauen eigentlich hätten, eben dass sie gewährleistet werden, die Grundbedürfnisse und die Menschen sozusagen ein Stück weit glücklicher sind, ich glaube, dann würden wir auch weniger Kriege geben. Wird es weniger Kriege geben, weil warum soll ich dann noch ein anderes Land überfallen? Wenn ich weiß, mit Rohstoffe, Energie und so weiter, ist genug für alle da. Dann wollte ich dann nicht um Erdöl oder sonst was mein Einflussgebiet ausweiten und möglichst viele unter meine Fuchtel zu bringen, die dann wirklich ausbeuten kann. Oder, also ich glaube einfach, dass das Gier nach Macht und andere zu beherrschen, das wird einfach nachlässt. Das wird einfach nachlässt, wenn du eher sexuell beschränkt bist, deine Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann wirst du auch nicht so ein Verfolgungsängste haben oder paranoid andere Länder überfallen wollen, weil du denkst, du wirst selber bedroht. Das, glaube ich, wird nachlassen. Also das ist für mich also einer der Punkte, dass Aggression und Recht, Kriege und so weiter weniger geben wird als vorher. Viel, viel weniger, bin ganz sicher. Wenn es noch geben muss,
oder sollte meine, die Leute innehalten, du redest nur von den Ukrainern, was ist denn mit den Russen und die Russen? Werden die nicht auch eben ein Stück weit verarscht und haben die auch nicht aufgrund von entsprechender Propaganda, dass sie denken, wir müssen jetzt die Ukraine überfallen und damit in den Krieg ziehen? Also ich glaube einfach, dass ja, immer kurz rund, dass einfach glückliche Menschen auch nicht leicht manipulierbar sind mit verzerrenden Irrtümern. Und viele Armeen bestehen dann nur daraus, weil die die einzige Perspektive sind, die junge, hauptsächlich junge Männer dann haben, um zu Wohlstand zu kommen, also materiell sicher zu sein und ihre Familien versorgen zu können. Deswegen gehen zur Armee, weil sozusagen ist auch die Bundeswehrreklame, Arbeitsplätze schafft und bestimmte Arbeit und sonst was und tolle Sache, Dienst für Volk und Vaterland und tralala. Ich meine, die Wahlversprüche von der Bundeswehr kennt er, ja. Und die fallen natürlich, wenn du materiell keine Perspektive hast, und denkst, arbeitslos werden und sonst was, die fallen natürlich auf fruchtbaren Boden. Und dann geht natürlich zum Bund, ist doch klar. Und das sind von Armeen. So, okay, ich gebe weiter an Effi. Ja, dank den Vorrednern. Ich greife mal 4 Punkte auf und gehe die so durch. Also ich halte es auch für richtig und finde es ja schön, dass wir hier alle so sagen, es geht uns darum, Leid zu verringern oder Glück zu ermöglichen. Ich halte das Bedürfnis nach Glück für das absolute Grundbedürfnis ja auch. Warum sollten wir irgendwas anderes tun, als das, was uns glücklich macht? Ist also aus meiner Sicht das tiefste Grundmotiv in uns. Aber was heißt das? Wie gehen wir damit um? Ich greife das andere Argument auf, was Dylan gebracht hat. Die Kinder handeln aus dem Augenblicks, der Augenblicksbefriedigung oder der Lust des Augenblicks heraus. Die Erwachsenen verfolgen weitergehende Ziele, die vielleicht sogar bedeuten, im Moment sich anstrengen oder Verzicht leisten zu müssen. Die Psychologie hat ja gezeigt, dass das auch bei den Kindern schon ein Mechanismus, ein psychologischer Mechanismus ist, der sich da mehr oder weniger stark ausprägt. Das Marshmallow-Experiment, also dass Kinder, die auch da schon in frühen Phasen imstande sind, nicht gleich alle Bonbons aufzuessen, sondern welche zu behalten, um damit weiterreichende Ziele verfolgen zu können. Sie durch Teilen mit anderen sich Freundschaften zu erwerben oder ja, fast schon wie Planungs- und Zahlungsmittel mit den Bonbons dann was machen zu können, auch welche anzusammeln, um da größere Handlungsmöglichkeiten dann vielleicht an irgendeiner Stelle sich erwerben zu können, es zu tauschen, ne, bei irgendeinem Kumpel gegen noch ganz was anderes als nur Bonbons. Ja, also diese Gratifikationsretardation, die Verzögerung der Belohnung oder die Planung auch mit einer späteren Belohnung, für die man im Moment sich anstrengt oder Verzicht leistet, das steckt bei uns Menschen ganz tief drin als ein Reifungsprozess oder ein Prozess, der entscheidet darüber, wie weit wir immer im Augenblick prassen oder planungsfähig, wirtschaftlich auch planungsfähig sind für zukünftige oder umfassendere Zielsetzungen. Also das. Ich komme dann zur DDR, was ihr darüber gesprochen habt. Und ich finde das auch sehr spannend. Also ich bin ja zwei Jahre nach der Wende bei meinem Pilgerleben dann durch die DDR gezogen, durch die Dörfer und Städte da. Und mir wurde von den Menschen ein ganz spannendes Bild vermittelt. Nämlich, dass die gar nicht mal nur nach kapitalistischem Profit-Gier-Motiv gegangen sind oder nicht ihr Leben in der DDR so erlebt haben, sondern dass da zwar mit gearbeitet wurde und Teile der Bevölkerung voll abgefahren sind auf Westfernsehen und sowas, aber auch als es zur Wende kam, die Mauer fiel, es gab ja Teile der DDR, die weiter ziemlich an ihrem alten System hingen und in der Folgezeit auch die SED-Nachfolgepartei gewählt haben, nicht zu knapp im Osten. Ne? Also wir wissen, dass dann viele Jahre da ein Zustand war, der von der Basis der Bevölkerung ja nicht einfach die DDR als Unrechtsstaat oder
als Leidensstaat angesehen hat. Und ich habe von den Leuten gehört, okay, bei uns war es so, wir konnten uns nicht alles leisten, aber keiner war besonders reich, keiner war besonders arm. Und wir hatten ein sehr ausgeprägtes soziales Leben, ne? Auch was die sexuelle Freiheit angeht im Miteinander und all das. Da hatten die ein lockeres, fröhliches, lebenslustiges Leben. Und sogar, also sie haben erzählt, dass sie enttäuscht waren, weil sie schon eigentlich in gewissem Maße auch mit Begeisterung sogar mitgemacht haben. Und die DDR-Wirtschaft muss wohl einige beachtliche Leistungen auch hervorgebracht haben. Aber die entsprechenden Patente wurden dann halt von den Planungsgremien, also den oberen Schichten der Bevölkerung, für die Wiesen in den Westen verkauft. Das heißt, die waren gar nicht technologisch jetzt so arm dran und kamen nicht mehr hinterher, sondern zum Teil haben die sogar aus ihrem sozialistischen Motivationshintergrund Leistungen gebracht. Aber, und das ist aus meiner Sicht jetzt der entscheidende Punkt, was ich da zum Teil zumindest auch raushalte, was mir auch gewisse Hoffnung gegeben hat, die Leute haben gesagt, wir wurden zu sehr dann bevormundet, unter Druck gesetzt und ausgenutzt, indem die das für Devisen und diese haben sie verprasst, ne? Das hat sich nicht, wir wurden nicht beteiligt daran mitzugucken, wie jetzt diese Planung so wirklich richtig sinnvoll und von unten her auch gestaltet werden könnte. Wir hatten dann auch wieder eine Oberschicht, die das so elitär, abzockerisch ausgenutzt hat. Also es gibt mir die Hoffnung, danke, ich höre das Piepen, ich mache weiter, rund. Das gibt mir die Hoffnung, dass wenn Menschen überzeugt werden davon, wir arbeiten jetzt gemeinsam für das Wohl aller, dass das schon ein starkes Motiv auch sein kann, auch eins, was Leistungsfähigkeit hervorbringen kann. Aber man müsste die Menschen wirklich dann auch von der Basis her richtig mitbeteiligen an diesen geistigen und sozialen, den Entscheidungs- und Planungsprozessen. Das könnte eine starke Motivation erbringen. Und ich glaube ja, in der Sache ist es wirklich so, was ist selbstverständlicher, als dass für ein denkendes Tier das freie Denken und die Entfaltung seines Denkens höchstes Glück bringen kann. Also nach meinem Kenntnisstand haben sie auch die Urmenschen durch erfinderische Intelligenz, durch Lösung technischer Probleme in ihrem Geist, in ihrer Vernunftseele weiterentwickelt. Und das könnte unser höchstes Glück, unsere höchste Entfaltung sein. Potenzialentfaltung, und dann würden wir dabei einerseits am glücklichsten und andererseits am leistungsfähigsten. Weil, ich komme damit als letztes noch zum Aspekt Krieg, damit es uns nicht so geht wie Ukraine oder sonst was. Aber das Wichtigste dafür ist doch nicht Waffentechnologie. Also wir leben in einem Zeitalter der Atomwaffen, des Overkills und so weiter. Nicht eine immer höher getriebene technische Rüstungsspirale würde uns den Ausweg bringen oder ein wirklich funktionierendes Sicherheitskonzept. Sondern ich glaube auch da, wenn man sich das genau anschaut, dann würde die Entfaltung unserer geistigen Möglichkeiten, unserer Kommunikation, Friedenskommunikation, ganzheitliche Friedenskultur, wie könnte das aussehen? Wir müssen solche Auswege finden, weil immer höher getriebene Spiralen an Aufrüstungstechnik bieten uns keinen wirklichen Ausweg. Also wir kommen gar nicht drum rum, dass wir als Vernunftseelen oder Geistwesen eine Friedenskultur auf Basis dieser Fähigkeiten herbeiführen müssen, auch erfinden müssen, gedanklich auch erfinden müssen, um wirklich richtige Auswege zu finden. Und das kann dann auch gleichzeitig wieder uns geistig, seelisch und sozial in einer liebevollen, vernünftigen Gesellschaftsentwicklung beglücken, und ist die eigentlich entscheidende Form von Effizienz, die wir dabei erreichen können. Alles klar, ich gebe wieder weiter an den Dillen. So, da bin ich wieder. Ja. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, so mit dem Verkauf der Patente für Devisen durch die Bonzen. Das schreit aber dann, also wenn das stimmen würde, dann würde das ja bedeuten, dass die DDR vielleicht technologisch nicht deswegen so rückständig war, weil der Bezahlungsschlüssel nicht hoch genug war und die Spreizung der Gehälter nicht hoch genug war, sondern weil eben die Bonzen die Patente verkauft haben und dadurch dann die DDR rückständig wurde.
Das schreit aber wieder nach der GWO. Also die Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO ist ja sozusagen, ich verstehe die ja als notwendigen Zwischenschritt. Erst einmal, denn die GWO beseitigt sofort, führt sofort zu einem Aussterbensprozess aller vorteilbringenden Irrtümer. Also alle Gehirnwäsche und damit auch die kriegstreiberische Gehirnwäsche der Waffenkonzerne hört ja sofort auf, wenn die Waffenkonzerne nur noch dann viel weiterhin Geld bekommen, wenn im nächsten Jahr die Zahl der getöteten, der durch Gewalt getöteten Menschen um 5% zurückgegangen ist. Das heißt, nach 20 Jahren sozusagen die Konzerne verwandeln sich sofort in Friedensarbeiter, aussendende Friedensförderungsfirmen, die eben nur noch, wenn überhaupt, dann diese Defensivraketen bauen, damit keinerlei Angriffsgefahr von den einzelnen Ländern mehr ausgeht und wir dem Weltfrieden dann sehr schnell nahe kommen. Aber das schafft aus meiner Sicht als notwendige Übergangsstufe nur die Gemeinwohlwirtschaft. Vor allem auch, dass das Schädigen der Mitmenschen aufhört. Das sind die zwei Dinge, dass die vorteilbringenden Irrtümer verschwinden und dass das Schädigen der Mitmenschen aufhört. Und dafür brauche ich als Zwischenschritt nach meiner Vorstellung unbedingt die GWO, denn die Bonzen, das, was die Bonzen getan haben, nämlich dass sie da verkauft haben, das kann auch wieder die GWO zuverlässig verhindern. Denn mit der Bundesliga der Landesregierungen, bei dem die Politiker quasi nur noch dann als Politiker überleben können, dass ein Jahr quasi, also sozusagen, man muss ja lange Zeit als Politiker daran arbeiten. Und dann theoretisch könnte man natürlich in dem einen Jahr, in dem man dann ein Bundesland regiert, sich korrumpieren lassen. Aber das Entscheidende bei der GWO ist, es gibt ja dann keine Konzerne mehr, die ein Interesse daran haben könnten, den Politiker zu korrumpieren. Denn was sollten sie erreichen, da die Konzerne selbst nur noch daran gemessen werden, dass sie das Leben der Menschen spürbar verbessern, Wohlfühlstimmen spürbar verbessern. Und dadurch wird ja eine Schädigung oder Profite machen auf Kosten der Menschen durch Lobbyismus, der die Politiker beeinflusst, Gesetze so zu machen, dass sie den Konzernen nutzen, den Bürgern aber schaden. Das geht ja auch in der Gemeinwohlwirtschaft gar nicht mehr. Also würden dann die Politiker würden zu unseren Dienern werden und damit gäbe es kein Bonzentum mehr, und dann würde es auch keine Verkäufe der Patente für Devisen ins Ausland auch mehr geben, weil die Politiker entweder sie dienen uns oder sie verlieren ihren Job. Ganz schnell, nach einem Jahr etwa, ne? Durch Neuwahlen, vorgezogene Neuwahlen, ne? Und von daher würde ich sagen, ich sehe eben, und deswegen lese ich jetzt nochmal diesen einen Punkt hier. Also, ja, das kann man eben überlegen. Waren es die nicht stark genug ausgeprägten finanziellen Anreize der DDR, die zu geringe Spreizungen der finanziellen Anreize reichten offensichtlich nicht aus, um die DDR im Hightech-Level konkurrenzfähig zu halten? Oder war es, wie Öffi sagte, der Verkauf der Patente für Devisen ans Ausland durch die Bonzen? Dann müssen wir das Bonzenproblem lösen. Und das kann wiederum die GWO, da sie nämlich mit der Bundesliga der Landesregierung, und erstens zwingt die GWO die Konzerne dazu, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, die Konzerne dazu, dass sie kein Interesse mehr an der Beeinflussung der Politik haben. Und zweitens werden die Politiker unter ganz starken Druck gesetzt, entweder ich diene den Wählern und den Bürgern oder ich verliere meinen Job ganz schnell. Ja? Also ich lese mal zu Ende. Von daher ist eine sofortige Reduzierung des Stellenwertes von Leistung, Wettbewerb, Geld, finanziellen Anreizen, Konkurrenz, Vergeltungsrechnungen, nicht ganz selbstlosem Schenken
langen Wochenarbeitszeiten und so weiter in der Gesellschaft nur schwer vorstellbar, ohne uns technisch schutzlos all den kapitalistischen Aggressoren auszusetzen. Jedenfalls nicht als erster Schritt ohne Übergangsschritte wie die GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Und letzter Gedanke, sozusagen die letzte, mit bedingungslosem Grundeinkommen kann ich völlige Entspanntheit erreichen. Ist dann aber die Antrieb für Hightech-Defensivraketen noch groß genug? Denn, Lucky, wir schaffen ja das Geld ab, ja? Aber Russland hat es ja dann noch nicht abgeschafft und USA und China noch nicht. Alles potenziell höchst angriffslustige Staaten, ja? Und die Frage ist, wenn wir das Geld abschaffen, greifen uns dann die anderen an, die noch Geld haben? Ja? Und wie willst du es schaffen, dass alle gleichzeitig das Geld abschaffen? Ne? Das sind so Dinge, die für mich alle ungelöst sind, weswegen ich als Zwischenschritt immer noch an der GWO hänge. Ich gebe weiter, Sekunde. Wir hören. Gut, bin ich also wieder dran, kann ich reden, okay? Ja, ja. Ja, oh. Wie bitte? Ja, ja. Gut, okay. Ich fand sehr schön, Öffi, wie du die DDR dargestellt hast, weil die habe ich genauso erlebt. Da kann ich also volle Zustimmung geben und habe das eben auch so erlebt, dass die da das Gemeinschaftliche mehr ausgeprägt war als diese Ellbogen-Mentalität, die mehr im Westen herrscht hat als im Osten. Da war eben gut, auch noch den anderen wahrzunehmen und mit dem versuchen wir zusammenzumachen. Das Wir war also ausgeprägter als dieses Ich, was es heute total ist. Ja, womit dann gescheitert ist, ob es nun die Robern die Patente alle verkauft haben. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt und an was es gemessen worden ist, dass die DDR der 10. größte Industriestaat der Welt damals war. Also während der Zeit des Kalten Krieges sozusagen, wo immerhin sich zwei ökonomische Systeme auch gegenübergestanden haben. Ja. Also Sozialismus und Kapitalismus hatten ja unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Und ob die nun daran liegt, dass sie einen verkauft haben oder was wohl eher zu tendiere ist, weil eben das noch keine gemeinschaftliche Produktion war, ist immer noch von oben bestimmt worden, was hergestellt wird. Und da hat der Einzelne an den Werkbanken, der Arbeiter oder Arbeiterin hatten da kaum mitzureden, sondern der 5-Jahres-Plan ist vorgeknallt worden und die Kombinatsleiter oder VEB-Leiter und so weiter haben es dann nach unten weitergegeben. Ja, ihr müsst es so und so machen und gucken mal, dass wir besser sind als die anderen Kombinat und so weiter. Also von daher war da schon auch so ein Anreiz, hat ich ja letztes Mal auch schon gesagt, weil es da auch Anreize gab. Und was mir gefehlt hatte, war diese Mitbestimmung. Diese Mitbestimmung und dass dann irgendwann noch kam, dass die Wahlen also auch nicht echt sind, sondern gefälscht wird. Das hat natürlich die Glaubwürdigkeit natürlich radikal verändert. Und dann so eine Apathie, auch politische Apathie zur Folge gehabt, was viele irgendwie gemerkt haben, da ist irgendwas toll und die machen mit uns, was sie wollen. Und von daher ist für mich ja auch in meiner Vision, wenn ich das gelesen habe, das Buch Utopia ist machbar, ist ja nicht nur die Abschaffung des Geld- und Finanzsystems, sondern ist auch die Abschaffung des Staates. Was mit der heutigen Digitalisierung ist meine Meinung, können wir die 100% Mitbestimmung machen. Die 100% Mitbestimmung, dass sozusagen jeder oder jede, wie ich geschrieben habe, ist der eigene Politiker, ist die eigene Partei, ist die eigene Regierung. Ja, aber heutzutage kannst du ja schnell ein Meinungsbild für alles kriegen und aufgrund des Meinungsbildes dann eben entscheiden, was passieren soll. Da brauchen wir also keinen Delegierten, der nun Lobby hin oder Lobby her was für mich machen soll, wenn der doch selber eigentlich machen kann und entscheiden kann. Und von daher ist dann auch eine größere Identifikation mit dem Staat, weil ich kann mich dann nicht mehr beschweren. Heute kann ich mich ja mal zurückziehen, die da oben machen sowieso was zu wollen, hat ja halt keinen Sinn. Und ob ich die Stimme gebe oder der Partei die Stimme gebe, was sie vorher versprochen halten sind ja sowieso nicht, weil sie ja nur an der Macht sein wollen und die Töpfe machen wollen. Gut, da ist jetzt von einer, ist schon ein bisschen, was du auch sagst, so mit Räte-Ding ist schon ein Stück weit und eine Form für ein Jahr gewählt,
kannst wieder rückgängig machen mit deiner Stimme, wie du sagtest da mit dem Positiven. Dass das dann überprüft werden kann, ist schon sicherlich ein Fortschritt im Gegensatz zu heute. Aber für mich ist es eigentlich noch konsequenter, dass wir überhaupt keine Regierung brauchen. Wir brauchen keine Regierung, keinen Staat, sondern wir können alle Sachen, was ihr auch schon mal angesagt habt, konfliktmäßig und so weiter, können wir also selber regeln. Ja, wir können regeln, wie die Produktion gemacht wird, was produziert wird, wie verteilt wird, was als Grundbedürfnis zählt und was als Luxusbedürfnis zählt, das können wir alles machen. Und dazu brauchen wir eben eigentlich nur ein Kommunikationsnetz, was eben mit der heutigen Möglichkeit der Digitalisierung halt möglich ist. Dass du also von Fachleuten eben Vorschläge kriegst, Pro und Contra, was das für Konsequenzen hat, in Bezug auf die Umwelt, in Bezug auf die Arbeitszeit, die dafür nötig ist, um da drin zu stecken, was das bedeuten würde, wenn wir jetzt für alle Kaviar haben als Beispiel oder für alle Wodka, wenn es zu den Grundnahrungsmitteln dazu zählt, was das in Bezug auf Arbeitszeit für jeden Einzelnen bedeuten würde, dass das produziert werden kann, kannst du alles sozusagen heute relativ schnell digital bei Volksabstimmung kannst du halt so regeln. Gut, und zu dem Waffenmäßigen und das war dann vielleicht im letzten Teil was, weil die Zeit ja schon vorbei ist. Und geht wieder weiter an Öffi. Ja, dank den Vorrednern. Also erstmal, ich bin ja ganz bei dir, dass ich glaube, unsere Mehrschienigkeit ist das Tollste überhaupt, also mal ganz flapsig gesagt, an geistig und sozialer und politischer Orientierung, was da im Moment auf dem Tisch der Angebote ist. Und gerade dieses, ich nenne es mal, Dreigestirn aus freier Argumentekultur, GWO mit der Wohlfühlstimme vor allem, und einer aus der freien Argumentekultur entstehenden Menschheitskonsensdemokratie. Das müssten eigentlich Leuchtsterne sein, wo, wenn man da sich hinsetzt und vernünftig drüber nachdenken kann, auch gemeinsam vernünftig drüber nachdenken kann, wo wirklich die Leute jetzt endlich mal sagen müssten, damit meine ich auch die Vertreter alternativer Parteien, die Basis, ja, das ist jetzt aber auch mal wirklich klar genug, dass wir diese Grundweichenstellung brauchen und uns nicht mit anderem Kram wieder ablenken. Weil das sehe ich sehr stark und ich kann es mir auch erklären, weil erst heute habe ich darüber geredet, also ich habe ja hier viele Diskussionen auch über diese, ich sag mal, revolutionsstrategischen Themen. Egal, ob es jetzt die maßnahmenkritischen Ärzte sind, hier bezüglich Corona, dann gehen da viele hin und entwerfen ein Heftchen nach dem nächsten, was es denn für gesundheitliche Alternativmaßnahmen zur Heilung von Corona geben kann. Das heißt, sie bringen wieder vernünftige Argumente bezüglich ihres Splitterspaten-Themas und meiden das Thema, wie sieht es denn aus insgesamt mit dem Korruptionssystem, Zensur und Korruptionssystem, dass sie nicht hingehen und sagen, es hilft uns so lange nichts, wenn wir in Einzelthemen vernünftige Argumente bringen, wie die gesellschaftliche Gesamtstruktur so ist, dass gar nicht nach Argumenten gegangen wird. Das thematisieren sie dann wieder so gut wie nicht. Sie hauen da ihre Gesundheitsvorschläge auf den Tisch. Ne? Hier kann es Bio sein, einige sind auch für Homöopathie. Andere sind für Alternativmedikamente, Ivermectin und was weiß ich, kann es alles sein. Ja, alles toll, aber das bedeutet wieder, sich seinen Splitterbereich zu nehmen, da Argumente zu bringen und diese gesamtheitliche systemische Dimension auszublenden. Und das machen die, weil die halt gerne ohne Corona-Bedrückung dann ihre Arztpraxis wieder weitermachen und mit ihrer Art von Behandlung ihr Geld verdienen wollen und wollen ihren bürgerlichen Lebensrahmen auf Deibel komm raus in der alten Normalität weiterführen, ohne sich auf intensivere geistige Prozesse einzulassen, gerade was systemische Veränderung angeht, ohne sich, ich sage das auch ganz direkt, einzulassen auf neue Sozialstrukturen, wo man wirklich jetzt eng lernen müsste, mit anderen durch
intensive Kommunikation, Fragen zu klären, Konflikte zu lösen und sowas wie einen ganzheitlichen Konsens herbeizuführen. Wollen sie alle nicht, sie wollen einfach irgendwas haben, womit sie ihr Geld verdienen können. Bisschen besser jetzt als dieses Corona-Willkürzeug, was da über sie geschwappt ist, aber ohne diese richtig systemisch ganzheitliche Veränderung. Genauso rennen viele Leute von jetzt auch den Maßnahmenkritikern eher zu den Reichsbürgern und so, zu irgendwelchen Treffen da, statt jetzt mit uns über diese Konsensgemeinschaften nachzudenken. Kann ich auch wieder bestens verstehen. Sie rennen dahin, weil dann sieht man die Lösung darin, ja, wir tauschen jetzt das BRD-Regime gegen wieder ein kaiserliches Regime und dann haben wir halt einfach den Herrscher ausgetauscht und darunter bleiben wir in unseren normalen, kleinen, bürgerlichen Splitter-Tellerrand-Welten und entziehen uns, verweigern uns dieser größeren sozialen Intensität, jetzt wirklich uns mit den anderen darauf einzulassen, im Gesamtzusammenhang, was da sinnvoll und gut ist, zu denken und so miteinander zu planen und zu teilen, und so wollen wir alle nicht. Wir wollen unseren Vorhang vorziehen, dahinter wollen wir unsere kleinen Willkürfilme ausleben, und wenn wir was ändern, ne, dann hier ist die Broschüre über Vitamine gegen Corona und hier ist das Konzept mit den Reichsbürgern, wie wir da andere Herrschaftssysteme einführen, statt uns in eine ganzheitliche Herrschaftslosigkeit, eine ganz andere Kultur hineinzuentwickeln. Immer und immer derselbe Quatsch. Und wir haben es ja auch schon gehabt, also aus meiner Sicht müssten wirklich jetzt auch so alternative Parteien wie die Basis endlich mal aufhören, irgendwelchen, ich sag mal, philosophisch-ideologischen Nebel zu bevorzugen, wie jetzt bei der Anthroposophie irgendwelche, doch manchmal nebulösen Theoriezusammenhänge. Und endlich hingehen und sagen, ja, freie Argumentekultur ist so einfach und klar, das muss jetzt auf jeden Fall mal durchgezogen werden. Und die Wohlfühlstimme, mindestens müssen jetzt hier begrenzte lokale Experimente, Modellexperimente gestartet werden. Und eine Menschheitskonsensdemokratie, wo wir so lernen, friedlich zu kommunizieren, Argumentekultur, Konfliktarbeit, Konsenskultur einzuüben, dass die Interessen der Kinder der Zukunft uns wichtiger sind, als wie viel Geld wir am Ende der Wahlperiode im Portemonnaie haben. Das ist so klar und greifbar, dass ich da gar kein anderes Gesülze über irgendwelche Theorien, abgeschweifenden, ablenkenden, abgehobenen Gedanken hören will. Eigentlich würde ich sagen, jetzt ist es dran, hier, zentrale Weichen, anpacken, was machen in dieser Richtung, sich da verbinden und zusammentun. Und insofern, ich hoffe, da ist was dran, was du gesagt hast, dass sie jetzt anfangen, mal nachzudenken und vielleicht mehr auch diese knallharte Bodenhaftung der echten Argumente und der echten Effizienz dadurch auch mit anpacken würden. Weil ich wirklich glaube, wenn wir das schaffen würden, also so regionale Experimente, die mal zeigen, was passiert denn bei einer Umstellung der Wirtschaft, dass jetzt gemessen wird, wie gut geht es den Menschen, danach hat sich alles zu richten. Ne? Statt dass sie alle das nicht wollen, weil sie irgendwelchen Süchten lieber hinterherrennen. Ne? Das würde durchschlagende Strahlwirkung haben können. Genauso wie eine richtige freie Argumentebühne oder eine Gemeinschaft von Menschen, die sich wirklich so innig als Menschenseelen fühlen, dass ihnen die Kinder der Zukunft echt am wichtigsten sind. Nicht nur mal eine schöne Phrase daher geplappert, sondern das ist der Leitmaßstab, nach dem alle politischen Entscheidungen sich zu richten hätten. Ne? Aber wir sehen es hier, ne? Also wirklich jetzt, wir haben ja Freilernen gemacht. Und dann ist, wo findest du die Eltern, ne? Wo kommen die Kinder dazu? Und da gibt es dann Gruppen hier von Maßnahmenkritikern hier bei uns in der Region. Wisst ihr, worüber die hauptsächlich reden in ihren Gruppen? Wie sie da, ich sag mal, Verzweiflungspartys miteinander machen können, um die Durststrecke jetzt mit Corona irgendwie durchstehen zu können. Aber die sind nicht bereit, mit uns hier jetzt nachzudenken über diese echte systemische Alternative. Sind sie nicht. Sie wollen Corona aus der Welt, vielleicht noch ein paar Corona-Übeltäter vor Gericht gestellt. Dann haben sie das Gefühl, sie sind jetzt gerechtfertigt, sind als die Sieger da aus diesem Rechtsstreit vielleicht hervorgegangen und werden wieder fröhlich entlassen in ihre alte Normalität. Es ist zum Mäusemelken, was da die Ablenkungsstrategien für mehr Zulauf haben, als dieser Blick jetzt drauf, worauf kommt es jetzt im Wesentlichen an? Und da wird jetzt gemeinsam zugepackt und es wird auch aus dem eigenen Willkür- und Splitterfilm- und Tellerranddenken rausgekommen, um da andere Kultur zu entwickeln. Ja, also insofern, wir müssen da weitermachen. Ich glaube, wir haben ganz tolle Ansätze. Ich wüsste nichts Besseres, ne? Wenn die Parteien oder die einzelnen Menschen sich da mehr veröffnen, dann kann da wirklich mal irgendwas ans Knallen kommen. Was Besseres können wir aus meiner Sicht nicht tun.
Ich gebe an den Dillen. Ja, und wir versuchen ja jetzt wieder so allmählich uns dem Ende zu nähern, aber ich habe leider noch ein paar ganz wichtige Sachen drauf. Also Öffi, erst einmal zu dem, wie die Menschen sind. Man sieht das hier an der Partei des Gemeinwohls. Da steht jetzt, sie sind anderer Meinung, dass wir die Leute direkt ansprechen müssen. Leute, ihr seid vielleicht deswegen überall ganz woanders mit ihnen in eurem Kopf, weil ihr eben auch Opfer dieser Gehirnwäsche, dieser unzähligen vorteilbringenden Irrtümer dieser verschiedenen Sparten seid. Und deswegen steht hier jetzt auf der Seite der Partei des Gemeinwohls steht dann ein Unterkapitel, das heißt, ich als Gehirnwäscheopfer. Ja, und dort wird quasi eingeführt in die Welt der vorteilbringenden Irrtümer, die uns alle uns zersplittern lassen und uns alle irgendwelche Märchen glauben lassen, die unrealistisch sind und die wir verfolgen und so weiter. Ja? Und deswegen sind die Menschen überall alle woanders, nur nicht jetzt hier, weil sie nämlich irgendwelche Irrtümer glauben, für Wahrheit halten und deswegen dann denken, wir wären da auf dem falschen Dampfer. Ne? Und jetzt von daher, also noch einmal, die Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehe, die brauchen tatsächlich keine Staaten mehr und auch keine Politiker mehr. Aber da will ich langsam hin, behutsam über den Zwischenschritt GWO und nicht in einem hasardeurmäßigen Schnellabenteuer jetzt mal eben in Deutschland gleich die alles abschaffen, gleich schon Geld und alles abschaffen und dann gar nicht wissen, ob da nicht unerwünschte Effekte sind, wie zum Beispiel, dass wir plötzlich nicht mehr verteidigungsfähig sind. Denn ich möchte sozusagen, erst wenn die ganze Welt voll ist mit den über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften der GWO entstandenen Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehen und ähnlichen Dingen oder Kommunen aller Art, wenn die ganze Welt mit solchen Friedenskommunen überspannt ist und alle wieder auf dem Niveau zum Beispiel der Indianer ist, wobei die auch sicherlich schon nicht mehr ganz natürlich waren, aber dann so, dass wir das dann. Aber auch die Indianer hatten leider auch schon Kriege miteinander. Also wir müssen noch natürlicher werden als die Indianer. Ne? Und wenn dann alles wirklich, alles friedlich und pazifistisch wäre wie die Bonobos, ja, dann brauche ich auch keine Raketenabwehrtechnik mehr. Ne? Aber da muss ich langsam und behutsam hin und brauche dazu den Zwischenschritt der GWO. Ja? Und wir müssen mit den Leuten immer gleich über die vorteilbringenden Irrtümer und die Gehirnwäsche im Kapitalismus sprechen. Wenn wir das nicht machen, bleiben die Leute in ihren Filmen und denken dann einfach nur, ja, ach, die spinnen, ja, ich glaube das, was ich schon seit Jahren glaube, nämlich ich halte die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten einfach für Wahrheit und damit ist das Thema erledigt. Und jetzt meinen letzten Gedanken von der Sache ganz kurz vorlesen. Ja, denn mein letztes Argument in einem Text im Forum, im Freie Argumente Kultur Forum war ja mein Argument 5. Meine ethisch-moralische Entscheidung auf post-conventional level, die Schädigung anderer trotz Belohnungen nicht mehr mitzumachen, ist vielleicht, zumindest im Rahmen des Kapitalismus, eine krankhafte religiös-moralistische Fehlentscheidung gewesen. Wer weiß, ne? Ein Arzt hat im TV vielleicht die gesunde Entscheidung getroffen. Solange die Gesellschaft den Fehler macht, mir jedes Jahr einen neuen Porsche hinzustellen für profitschädigendes Schädigen der Patienten, so lange mache ich weiter. Ich bin nicht bereit, mein Leben zu ruinieren, um den Helden zu spielen. Ja, wenn ich also betrachte, seit meinem 35. Lebensjahr, seitdem ich ausgestiegen bin, weil ich auf dem post-conventional level es nicht mehr verantworten konnte, zwar Geld zu verdienen, aber genau zu wissen, dass ich dabei die Patienten schädigen muss, weil das nur so funktioniert. Die Praxis trägt sich nur dann finanziell, wenn ich wettbewerbsfähig bleibe und das bleibe ich nur in
indem ich genauso jeden, der durch die Tür kommt, möglichst zum Dauerpatienten mache. Denn wenn ich das nicht tue, dann habe ich einfach nicht genug Einnahmen, um wirtschaftlich erfolgreich weiterzumachen. Ja? Und das ist der Punkt, dass ich mittlerweile diesen Arzt halt sehr gut verstehe. Seitdem leide ich nämlich. Ich leide seit meinem 35. Lebensjahr, leide ich an meinem Aussteigerdasein und sage, ich habe mir eigentlich im Kapitalismus das schlimmste Schicksal gemacht. Ich bin gegen den Strom geschwommen. Ich kämpfe bis jetzt erfolglos gegen die Windmühlen des Kapitalismus an, gegen die Gehirnwäsche des Kapitalismus und den Aberglauben an die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten in den Köpfen an. Und vielleicht die Frage ist, solange die Menschheit wirklich so ist, dass sie gar nicht den Kapitalismus hinterfragen kann, ist es da wirklich klug, sich auszusteigen und dem post-conventional level zu folgen und dem moralischen, ethischen, meine moralisch-ethische Entscheidung, war das wirklich klug? Habe ich damit einfach nicht einfach nur mein Leben ruiniert, um den Helden zu spielen? Denn ich bin damit nicht glücklich geworden. Öffi sagt ja, er ist damit glücklich geworden. Ich aber nicht. Ne? Ich bin einfach jeden Tag unglücklich damit. Ne? Und weil ich ja sehe, dass wir irgendwie nicht so, ja, wenn jetzt der Vizekanzler anrufen würde und wir würden die Regierung beraten, da wäre ich ein bisschen besser drauf. Ne? Ja, ich gebe weiter und wir suchen ja alle so allmählich, jeder nochmal alles sagen, was ihm total wichtig ist. Ne? Sekunde. Wir hören. Gut, dann mache ich weiter. Ich möchte dann auch zum Ende kommen, ein Schlusswort machen. War ein bisschen enttäuscht, dass wir heute wieder zu dritt sind. Ich dachte, ich bin ja erstmal am Samstag dabei, dass da mal auch andere Leute noch dabei sind. Und es zeigt mir mal wieder, wie gesagt, habt ihr dann die richtigen guten Ideen, könnt aber kaum jemanden erreichen. Wo dann liegt das und wie können wir jetzt eigentlich machen, dass wir nicht so viel über unsere relativ kleinen Unterschiede, die wir drei haben, dass wir da und nicht immer ewig unter uns so bleiben und uns über die Unterschiede sozusagen hier austauschen, sondern wie können wir eigentlich mehr werden. Und da finde ich der ganz gut, eben was wird eben hier mit diesem TV, die eine Sache ist. Und die andere hat mich eben immer jetzt auch wieder daran erinnert, dass ich mal früher hatte, dass wir die falsche Form haben. Also ob wir, wenn wir die Leute nicht erreichen wollen, ob wir nicht die Form nehmen müssen, die mit ihrer Prägung zusammenhängen und natürlich auch mit ihren vorteilbringenden Irrtum mal zusammenhängen. Und das ist, sagen wir ganz nach, eben das Spielerische. Leute spielen ja an und Leute wollen was gewinnen. Und da glaube ich ja nach wie vor, wenn wir so eine Form hätten mit den Windspielern und so weiter, geil, dass dann die Leute offener werden für unsere zuzuhören und sich auf sowas einzulassen. Okay, das nur so als Nebending, ansonsten aus dem Inhaltlichen. Ich finde nach wie vor den radikalen Bruch, finde ich sinnvoll und deswegen ist für mich die Abschaffung so eine Zensur zu machen. Wir schaffen das Geld ab und gucken nur noch, was gemacht werden muss und welche Leute dafür bereit sind, was zu machen. Und damit werden die Ängste eben genommen von den Leuten, dass damit dann also auch Bedenken fühlen und so weiter sich radikal ändern würde. Das würde sich dann ändern. Weil, was du gerade beschrieben hast mit dem Arzt, der muss ja die Leute krank machen, damit er seinen Kredit bezahlen kann und so weiter und so fort, hast du ja gerade gut aufgezählt. Diese Zwänge, in denen eben jeder steht oder sozusagen Gehirnwäsche Opfer werden muss, das fällt natürlich alles weg. Ja, das hast du gerade an dem Arzt beschrieben, mit Kredit bezahlen, aufnehmen und Praxis machen und sonst was, arbeitslos werden, sozialen Status verlieren, ist doch alles nur mit Geld geprägt. Wenn es sagt, es gibt es nicht mehr, wird sich also auch das Fühlen, Denken und so weiter alles ändern. Und deswegen glaube ich, dass dieser radikale Bruch das Entscheidende wäre. Und da hat es natürlich die Frage, ist, die du auch natürlich gestellt hast, wenn es nur Deutschland macht, was passiert dann?
So ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass es so ähnlich laufen könnte wie bei der Einführung des Euros, hatte ich auch schon mal gemacht, wo es also zu mehreren Ländern gleichzeitig sozusagen so einen Bruch gemacht haben. Umstand des Währungssystems, wie gesagt, auf Euro und so weiter, kann ich mir halt auch vorstellen, dass das halt gesamtmäßig ist. Ja, also so mehrere Länder machen. Gut, ich möchte jetzt einfach Schluss machen, hören auf euch wen zu und wir machen ja am Montag weiter, nehme ich an. Bis dahin hoffe ich, dass ich mich auf diese Bewerbung habe hier bei dieser ZDF-ARD-Kampagne. Da also jetzt hier von Utopia jetzt machbar, auch noch ein paar Sätze zu schreiben und mich da die Liste setzen kann und mich bewerben kann. Und werde dann auch den anderen, mit denen wir so diskutieren am Montag, die auch viel Geld in der Gesellschaft sind, oder zum Beispiel die Helfergruppe oder Basisdemokraten in Frankfurt, werde ich halt auch mitteilen, dass es hier so was gibt, diese Kampagne mit der ZDF und ARD, und dass sie mich auch bewerben wollen. Gut, das war mein Schlusswort und wie gesagt, freue mich an euch wieder am Montag zu hören und zu sehen. Bis dann. Tschüss, aber ich werde noch dran, bis dann zu Ende machen. Ich gebe jetzt weiter an, ja, Öffi noch, wa? Öffi und Bill noch ein Schlusswort. Erwartet schon von dir. Ja, danke den Vorrednern. Also mir ist ganz wichtig, nochmal auf den Punkt zu kommen. Lieber Dylan, ich will da ein bisschen Freude dann vermitteln oder den Blick darauf, ne, was uns Reichtum und Freude sein kann. Also ich würde schon allein die Möglichkeit, mit euch hier so in solchen Talks so zu reden und dabei, also auch trotz jetzt eben, was weiß ich, Dingen, Stellen, an denen es noch ein bisschen zäh weitergeht oder wir auch hier zum Teil über ja nicht so notwendige Dinge unterschiedliche Ansicht sind. Ich sage mal ganz frech, ihr wisst, dass ich den Luki ja immer so ein bisschen piekse, indem ich sage, wir werden bestimmt nicht durch Internetvernetzung und Klicks am Computer es ersetzen können, dass die Menschen wieder lernen, so direkt miteinander umzugehen, sich aufeinander einzulassen und gemeinsame Denk- und Kommunikations- und Konfliktarbeit und Friedens- und Konsenskultur zu erarbeiten, einschließlich diesem sich gegenseitig Freude bereiten und Beziehungen eingehen, also auch ganz eng und physisch und alles das. Ich glaube, da ist das Sitzen von Singles in ihren Zimmern, die auf den Computer klicken, keine Ersatzform. Es kann uns helfen, denke ich auch, diese Internetkommunikation. Aber wir müssten direkt auch hingehen und uns auf Gemeinschaft einlassen, auf diese Experimente, wo ich den Dylan ja als tolles Vorbild auch sehe, in dem Sinne, dass er da gesagt hat, er öffnet seine Wohnung dann in Köln auch als Gemeinschaftskeimling, als ein solches Experiment. Ja, also ich glaube, das ist entscheidend auch, dass wir neben allem abstrakten, internationalistischen, ob mehrere Länder gleichzeitig und was weiß ich, hingehen, bei uns anfangen und mit solchen unmittelbaren Gemeinschaftsexperimenten auch. Und indem man das macht, man kann doch dabei ganz realistisch schauen, was macht es mit einem selbst? Was gibt es einem, was ist das auch im Vergleich zu den anderen Menschen, auch zu den Milliardären und so. Also ich persönlich habe da wirklich wenig Probleme mit, mich extrem glücklich zu fühlen. Ich würde allein für das Post-Conventional Level, weil es so überzeugend ist, weil es mir so eine innere Menschenwürde gibt, eine Vernunftseelenwürde, würde ich es nie tauschen wollen, auch wenn ich dabei äußerlich jetzt Schwierigkeiten durchmachen muss. Ich meine, immerhin ist Jesus, Franziskus, Gandhi, die sind mit ihrer Botschaft zum Teil alleine dann in den Tod gegangen, waren zum Teil sehr enttäuscht, dass die anderen sie alle verlassen oder ihr Wesentliches nicht so richtig aufgegriffen und verstanden haben. Und trotzdem konnte Jesus da am Kreuz angenagelt, gefoltert und ermordet am Ende sagen, es ist vollbracht. Welcher Milliardär kann sagen, es ist vollbracht? Es ist ein Leben der Leere, der Sinnlosigkeit, der Dschungel, in die man sich verstrickt hat, wo im Inneren der Kern immer leerer und fader und kaputter geworden ist.
Also ich habe kein Problem, mir zu sagen, da ist, bin ich auf dem Weg echten Glücks und würde niemals tauschen wollen. Ich würde es mir auch anders wünschen. Ich würde wünschen, die Masse kommt dazu und das blüht auf. Und dann sehe ich übrigens auch wenig das Problem jetzt noch, in welcher Reihenfolge. Ich meine, wir machen es doch im Moment schon so, dass das keine Probleme ergeben wird. Wir bieten den Menschen gleichzeitig an, die, die wollen, können in so ein Kommunenleben ohne Geld springen. Ne? Biete ich sofort an, können sofort haben. Oder die, die sagen, nee, das geht ihnen zu weit, in kleinen Schritten und langsam und mit GWO und Wohlfühlstimme. Wir bieten es doch an. Wir wären doch froh, wenn ein paar jetzt kämen, mit denen wir da, ob jetzt hier die Kommune-Standorte füllen können oder so ein lokales Wohlfühlstimmenmodell mal aufbauen können. Wir haben doch nicht das Problem, dass wir da gucken müssen, eine Schiene soll der anderen Schiene jetzt nicht zu viel wegnehmen oder unrealistisch die Massen binden, sodass sie fürs andere nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir können alles anbieten und wenn das so koordinierte Mehrschienigkeit nebeneinander ist, also ich sehe da überhaupt gar kein Problem, dass sich das gut entwickeln könnte, wenn die Menschen überhaupt aus ihrer Splittersucht rauskommen würden und anfangen würden mitzumachen. Wir würden auch tolle Spiele entwickeln können. Ich sage eben öfters, wir können auch ein Computerspiel entwickeln, was statt Raffen und Morden eher das Durchstehen schwieriger ethischer Situationen, also diese Dilemmasituation der Entwicklungspsychologie auf dem Weg zum Post-Conventional Level, das kann viel spannender und erfüllender sein als das Hauen, Raffen, Morden und so weiter. Aber wir müssen dahin, wir müssen alle Hebel nutzen, alle Sachen, die uns einfallen, soweit wie es uns möglich ist, auch ja anwenden und ausprobieren. Aber dann oh. Jetzt muss sich der Öffi neu, müssen wir uns neu einwählen. Ja, dann mache ich das nochmal rund. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen was noch mitgekriegt. Ich habe gesagt, das ist das eigentliche Glück und wir sollten unsere Mehrschienigkeit machen. Da haben wir auch keine Probleme mit. Unser Problem ist, dass die Leute nicht mitmachen. Wenn sie dazukommen, können die gerne alle, die wollen, in die Kommunen ohne Geld springen. Wird toll sich gegenseitig ergänzen können mit Modellprojekten für Wohlfühlstimme und so weiter. Das Problem ist nicht, dass dann eine Schiene gegen die andere irgendwie stehen würde. Muss es gar nicht sein, kann sich alles toll ergänzen. Unser einziges Problem ist, dass die Leute sich mit irgendeinem Nebel davon abhalten, mitzumachen. Aber wir haben trotzdem das eigentliche Glück auf diesem Weg und das kann man auch spüren. Also das Post-Conventional Level, so diese Würde als Mensch zu haben, sich zu sagen, ich schade auch anderen Menschen nicht, auch wenn es mir Vorteile bringt. Mensch, das ist doch echt das Menschsein. Das ist doch Vernunftseele. Das ist doch die höchste Ebene, die man erreichen kann, um auf den Weg zum Glück zu kommen. Wenn alles andere ist leere Hülle im Vergleich dazu oder pervertiertes Wegrutschen. Keiner, der das sich richtig klar macht, kann sich da eigentlich dann fürs Falsche entscheiden. Und so auch für dich, Dylan, ne? Ob egal ob schöne Frau oder ob ein guter menschengeschwisterlicher Gesprächspartner, das ist auf jeden Fall etwas, was es wert ist, danach zu gucken. Ich habe ja auch gesagt, ne, ich liege ja im Bett, während ich die Telefonkonferenz mache, streiche meine sexy Frau und sowas, ne? Also alles toll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Bürger hier in der Stadt oder so drumherum irgendwie so eine Lebensqualität haben kann, ne? Also mit so einer geistigen Hintergrundtiefe und Weite. Die sind alle doch im Stress ihrer kleinen Mühle, die sie alle tief seelisch nicht befriedigt. Man kann froh sein, wenn sie dabei einigermaßen friedlich miteinander sind und sie nicht gegenseitig zu sehr zerzoffen. Oder eben sich deshalb trennen und alleine in der Ecke sitzen, ne? Oder im Job mit der Hatz nach dem Geld und so Burnout-Effekte kriegen und sonst was alles. Also ich sehe hier auch keinen, wenn ich das um mich herum schaue, der auch nur im Ansatz dabei ein Lebensglück hätte, wo ich sagen würde, das lohnt sich zu tauschen, ne? Oder sich vorzustellen, alles die Hölle, sich das vorzustellen. Insofern, Dylan, also auch für dich, halt die Ohren steif, ne? Lass uns gucken, dass jeder am Ende nicht ganz alleine dasteht, dass wir schon den Reichtum spüren, wie wir ihn haben, wenn wir hier miteinander so reden können. In so einer Offenheit, in so einer ehrlichen, freien Argumentekultur, die nach dem Sinn im Ganzen gehen will und das nicht für kleine Zwischendurchbelohnungen schädigen will.
Ja, das wäre mein Schlusswort, ne? Also, ach, ich habe noch gesagt, natürlich kann es auch ganz hart werden. Natürlich könnte ich jetzt auch, was weiß ich, bei so einer Aktion, wie wenn ich pazifistisch das Kanzleramt stürmen will, um da ein korruptionsbefreites Büro, eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur reinzubringen, da könnten die mich dauerhaft in den Knast stecken oder irgendein Idiot könnte auf mich gehetzt werden und mich erschießen, so wie große Vorbilder wie Gandhi erschossen wurden. Ne? Alles sinnlose, kleinliche Dummheit, der die größeren Geister zum Opfer fallen. Natürlich kann es jede mögliche Härte bekommen. Aber auch dann ist es so, da kann man wie Jesus am Kreuz dann sagen, es ist erfüllt. Ne? Kein anderer Mensch hier, kein Milliardär mit einem Innenleben wie eine leere Cola-Dose kann mit so einer Sinnhaftigkeit sagen, irgendetwas ist erfüllt, da ist nichts Erfülltes. Insofern dabei bleiben und das Beste draus machen, ist einfach das, was man tun kann. Und ja, auch Gemeinschaften bilden, ne? Hatte ich ja auch gesagt, begeistert, dass du da deine Wohnung zur Keimzelle für Gemeinschaftsentwicklung gemacht hast. Den Luki bequatsche ich ja auch schon die ganze Zeit, dass er sich eben nicht vorstellt, die Internet-Singles machen mit ihren Klicks die Welt dann heile, sondern auf jeden Fall ergänzend eben auch rangehen und die Menschlichkeit, die menschliche Nähe, Enge, Konfliktlösung, Konsenskultur, das braucht Einübung, dafür müssen wir uns richtig aufeinander einlassen, wieder neue Familien und Stämme bilden. Juhu, das ist es. Damit gebe ich ab. Ja, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache mal gerade den Ton auf Zwischenlautstärke. So. Ja, ich mache mal so eine Zwischenlautstärke. Ja. So, jetzt können wir uns nämlich erstmalig dann auch alle hören, denn ich habe nur noch eine kurze Zwischenbemerkung. Ich selbst kann einfach nicht mehr zurück aus dem Aussteigerleben, weil ich mir ja letztendlich auch nach so langer Zeit, nach so vielen Jahren den Weg letztendlich verbaut habe. Also ich muss weitermachen. Ich muss weitermachen, sozusagen. Ich bin verurteilt zum Weitermachen. Ich kann gar nicht anders. Zum Kampf gegen die Windmühlen und Lucky und so weiter. Und ich sehe wirklich nur in diesem Wahlbündnis im Moment eine reale Chance, weil es das ist, was wirklich alle Gruppen wollen können, nämlich im ZDF und ARD, sowohl online wie im Fernsehen, vor Millionen Publikum wirklich, dass endlich mal eine Diskussion wenigstens der Teilnehmenden dieses Wahlbündnisses wirklich sagen darf, jeder sagen kann, was er sagt. Und zum Beispiel wir ich jedenfalls von der GWO und unsere Professoren dann eben sagen dürfen, auch, und wenn sie nur einer von 200 sind, immer wieder mal sagen dürfen, Leute, wir müssen die Konzepte auch daraufhin überprüfen, wie weit vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten sich in unsere Utopien reingemengt haben und dadurch dann zu Vorstellungen geführt haben, die vielleicht am Ende nicht so effektiv sind, wie wir das uns wünschen würden. Und dass die Vielfalt der unterschiedlichen Konzepte eben auch daher resultiert, dass eben der eine oder andere vorteilbringende Irrtum sich in die Konzepte reingemengt hat. Und die müssen wir überall rausschmeißen. Und dass dann vielleicht die ganze Bevölkerung in Deutschland anfängt, darüber nachzudenken, ja hoppla, ist vielleicht das, was ich glaube, bin ich da vielleicht Opfer einer Gehirnwäsche gewesen und muss ich einfach mich öffnen dafür, dass es sein könnte, dass mich da etwas manipuliert hat im Kapitalismus, ja? Und ja, und darin, also in diesem Wahlbündnis ARD und ZDF Öffnung für uns, wenigstens erstmal für die aktiven Teilnehmer dieses Wahlbündnisses. Darin das ist im Moment die einzige Hoffnung, die ich sehe. Denn ansonsten kommen wir einfach nicht, ich wüsste nicht, wie wir sonst an den Kontakt mit den Millionen, die bis jetzt gar nicht über diese Dinge nachdenken und bis jetzt noch nicht mal darüber nachdenken wollen, ich wüsste nicht, wie wir mit denen in Kontakt kommen sollten sonst. Ja, ja, ich gebe weiter und wie gesagt, jetzt hören wir uns alle gegenseitig.
Lucky, wenn du was sagst, müsste man dich jetzt auch wieder hören, überall. Ja, nee, ich will nichts mehr sagen, außer dass ich mich halt dem anschließe, dass ich jetzt auch große Hoffnung habe auf dieses Wahlbündnis. Ja, dann gibst du weiter. Genau, Dafür nee, ich hast hoffe, du wir noch kommen was jetzt zum ganz Ende. Wichtiges oder können wir Schluss machen? Nee, ich denke, wir können Schluss machen, oder? Pfeff? Alles klar. Tschüssi, seid Ja. Aloma. Okay, tschüss. Bis Tschüssi, Montag, wa? Montag. Bis Montag, tschüss. Tschüss.